Er sieht täglich, was übermäßiger Alkoholkonsum anrichten kann. Dr. Stefan Brauns ist Leiter eines Suchttherapiezentrums in Berlin. Schon 18-Jährige kommen hierher, um ihre Alkoholsucht in den Griff zu kriegen. Wenn sie hier landen, liegt bereits eine Suchtkarriere hinter ihnen, die oft schon im Jugendalter beginnt. Die Konsummengen gehen in den letzten Jahrzehnten ja deutlich zurück. Gleichzeitig wird das vermeintliche Kulturgut Alkohol unterschätzt. Die Gefahren werden weiterhin massiv unterschätzt. Der Umgang mit Alkohol sei in Deutschland zu lax, sagen Experten. Schon in jungen Jahren kommen Menschen in Deutschland mit Alkohol in Kontakt. Um die Gefahren gehe es dabei zu selten. Deshalb fordert der Bundessuchtbeauftragte Burkhard Blinert neben Werbebeschränkungen und Warnhinweisen auf Etiketten auch eine Verschärfung der Altersgrenze, die etwa für Bier derzeit bei 16 Jahren liegt. Andere europäische Länder haben die Alkoholgrenze bei 18 liegen. Ich glaube, dass wir diese Debatte auch in Deutschland brauchen, ob es sinnvoll und notwendig ist, auf 18 hochzugehen, was den Alkoholkonsum in Deutschland betrifft. Nach Ansicht der Alkoholhersteller reichen die bisherigen Regelungen. Der verantwortungsbewusste Konsum der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung dürfe nicht verurteilt werden, meint der Deutsche Brauerbund.